Hi, herzlich willkommen in der Galerie Monika Ruppert. Mein Name ist Nicole Güte. Wir schauen uns jetzt zusammen die Ausstellung Neue Positionen an. Düster, unheimlich, monströs und mystisch ist der Eindruck der Bilder des jungen Italieners Ariele Bacchetti. Die monochromatischen, fluoreszierenden Werte seiner Farbskala geben eine surreale Atmosphäre vor. Traumgleich oder albtraumhaft, gewahren wir uns der toten Tiere und des Gewürms. Die Natur in Bacchettis Werken ist keineswegs landschaftlich unschuldig, sondern wild und unberührt. Es werden kindliche Urängste beschwört. Die engen Ausschnitte, die Bacchetti darbietet, versetzen uns Betrachter in die ungewohnte Perspektive der fremdartigen Nähe. In der Direktheit unseres Kontakts werden wir wieder eins mit der Natur, erkennen uns selbst in den Tieren. Julia Schmalzel komponiert Bilder aus digitalen Fundstücken, angeeignet aus sozialen Medien und dem Internet, um mit fast soziologischem Interesse Themen wie inszenierte Intimität nachzugehen. Ihre Malerei bewegt sich beständig zwischen Abstraktion und Figuration. Ihre Figuren sind Repräsentanten, sind Schatten und Licht, nicht Fleisch und Knochen. Radikal radiert sie jegliche erkennbare Individualität aus, vermischt Formen bis zur Unkenntlichkeit, verfremdet den Hintergrund zu surrealen, raumlosen Folien, vor denen sich die Figuren in grell künstlichen Farben aufbauen. Ohne Vorzeichnungen arbeitet sie direkt auf der Leinwand, lässt so Zufall und instinktive Eingabe im malerischen Prozess zu. In vielen verschiedenen Schichten, die ihren Leinwänden eine physische Schwere geben, baut Anna Leonard ihre Bilder auf. Dieses materielle Gewicht bildet einen starken Gegenpol zu ihrer luftgefüllten und weiträumigen Malerei des schwebenden Raumes. Mit den Mitteln des Spachtels und pastoser Farbe fasst sie bildlich die leere Weite, den Raum zwischen den Dingen, ihre metaphysischen Dimensionen, das Materielose dazwischen. Denn ausgedehnte Weite ist es, wodurch sich die abstrakten Räume Leonards auszeichnen. In ihren 2020er Arbeiten sind die ehedem gelösten, schwingenden Formen auf diffusen Grund zu bisher unbekannter Solidität angewachsen. Es dringt kein Licht und keine Luft mehr durch sie hindurch, jedoch scheinen sie roh angeleuchtet. Aus den vibranten Schweberäumen, dem rastlosen Flirren, das bei längerer Betrachtung ausdehnende Bewegung im Raum suggeriert, der weder oben noch unten kennt, ist klaustrophobische Konzentration eines jeden Elements auf sich selbst geworden. Maximilian Siegenbruch geht hochgradig konzeptuell vor. Ausgehend von Pflanzenformen schafft er serielle und interserielle Arbeiten, untereinander verschränkt und aufeinander bezogen. In Siegenbruchs Verfahren der motivischen Wiederholung und des Transfers in neue Materialien erreicht er die Abstrahierung des Urbilds. Mit seiner erst jüngst zum Einsatz gekommenen Technik des VR und des 3D-Drucks schafft er virtuelle Zeichnungen, denen er physische Form verleiht. Die so entstehende Serie im Blocksystem verliert die Figuration des Malerischen. Jedes ihrer Elemente ist abstraktes Objekt einer haptischen Zeichnung. Unter Verwendung industrieller Materialien gemahnt Siegenbruch an Massenproduktion, die mit seiner eigenen Vervielfältigungstechnik korrespondiert und in der Konsumkritik mitschwingt. Im Konzept unentwegter Wiederholungen spinnt Siegenbruch ein Universum aus Bildwerken, miteinander verschränkt und aufeinander bezogen.